Und damit guten Abend und hallo Hauke, Grüße in den Norden. Ja, genau. Hallo Micha, Grüße in den Osten. Schön, dass wir uns quasi so virtuell wieder hier versammelt haben. Genau, und hallo alle Zuhörer, Zuschauer, live dabei seiende. Und willkommen zum Tuxflash. Mal ganz Genau, anders zum eingeleitet. 13. Weißt du die Nummer? Nee, hätte ich dich jetzt gefragt. Ja, ich habe ja relativ spät noch diesen Community-Poster bei YouTube rausgeschmissen. Und von daher zähle ich das da ja mal hoch in dem Text. Nach der 13. nach neuer Zeitrechnung. Ne? Also es gab ja davor auch schon welche, aber das ist jetzt ja die neue Zeitrechnung. Also diesmal ist es der 13. Ob uns das jetzt Glück bringt oder nicht, werden wir sehen oder hören. Ich hätte es erst beim Rendern rausgefunden. Das ist nämlich mein Projekt dann immer benannt nach Okay. der Folge. Und da ich immer nie weiß, was ich vor 2 Wochen Gut. gerendert habe, weiß ich nie vorher, wie viel das ist. Das stimmt. Ja. Aber du hast ja wieder ein sehr schönes Bild gemacht heute. Ein sehr fuchsiges Fuchsbild dafür. Ja, ein Vorschaubild. Was dann ja auch an einigen Stellen, denke ich, immer wieder auftaucht. Genau. Da habe ich mich mal mit Gut. Stable Ja, Diffusion so viel dazu. auseinandergesetzt. Ja. Und ich merke gerade, Ja, da kommen lustige Sachen raus. wir haben irgendwo durchaus Delay zwischen uns beiden. Ich merke das gerade. Wir müssen heute mal ein bisschen langsamer reden, sag ich mal. Oder ein bisschen auf uns aufpassen. Wir müssen heute langsamer reden. Das weiß ich nicht, ob das noch geht um die Uhrzeit, aber wir können uns natürlich bemühen. Ja, oder zumindest die Pausen länger lassen. Ja. Okay. Oh, es wird gerade gefragt, ja, Jean hat immer noch Streampause und er ist auch bald wieder da. Noch in diesem Jahr kommt er Also wieder. theoretisch sogar relativ bald. Also theoretisch wollten wir am 5. September eine Fragestunde machen. Also hatten wir schon mal grob geplant, dass wir die machen wollen, aber kann immer noch irgendwas dazwischen kommen. Also merkt euch das mal so halb vor. 5. September geht's wieder los auf Linux Guides. Genau, wo du es gerade ansprichst, dann machen wir doch gleich mal zum Anfang den Werbeblock. Dann müssen wir es nachher nicht machen. Linux Guides auf YouTube abonnieren, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Ansonsten nicht der weiße letzter Schluss auf YouTube abonnieren, wenn ihr es nicht schon längst gemacht habt. Dann gibt es noch einen Tux-Tage-Kanal auf YouTube, wo dann auch der Podcast nochmal geuploadet wird. Den noch abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten, wer Lust und Laune hat, mich weiter zu verfolgen, kann das auf twitch.tv/saintofsinner machen. Da, wo es auch gerade live ist, mitunter. Und ansonsten, Keylogs stehen vor der Tür. Über, nee, nee, warte, nächste, Stimmt, die übernächste. stehen. Erschreckenderweise ist das schon übernächste Woche. Erschreckenderweise. Es gibt noch so viel zu tun. So viele einzelne Baustellen noch. Also am Donnerstag, also in 14 Tagen, da haben wir wirklich hier unseren ersten zusammen Live-Auftritt. Also Jean, Micha und ich das erste Mal live zusammen in einem Raum. Und da gibt es dann Kaffeekuchen-Pinguin. Ja, mal gucken. So eine Linux-Fragerunde. Einfach mal so direkt live vor Ort. Und das ist wirklich schon in 14 Tagen. Hey, ja, wie die Zeit vergeht. Genau, ja, und stimmt, Stimmt. wo wir noch beim Werbeblock sind, hätten wir ja auch noch die Tux-Tage. Da kann man sich ja immer noch für einen, also F Vortrag, Workshops kann man dort anbieten und das Ganze findet im November statt. Die Tage, da habe ich jetzt nicht aus dem Kopf. Irgendwas um 12 Müsste rum ich habe ich jetzt auch kurz nicht. sagen, weißt du's?
Genau, also bewerbt euch gerne auch für die Tux-Tage unter tux-tage.de. 10. bis 12. November. Und ah ja, genau. Also 3 Tage. Nicht schlecht. Genau. Und bei uns können noch bis Ende September Vorträge eingereicht werden. Wer Lust und Laune hat, dort einen Vortrag zu halten, ihr müsst noch nicht mal bei schlechtem Wetter das Haus verlassen, das geht online. Genau, also ihr müsst da nirgendwo hin. Bei uns müsst ihr eher nach Kiel kommen. Da findet deutlich mehr statt als online, auch wenn wir sehr viel übers Internet übertragen. Also wir streamen das live, nehmen das auch auf. Hinterher ist es dann auch zur Verfügung gestellt. Ihr könnt es bei YouTube und bei PeerTube hinterher angucken. Aber einige Sachen gibt es bloß vor Ort, wie die Workshops. Also dafür müsst ihr wirklich physikalisch zu uns kommen. Und bei den Tux-Tagen ist es egal, wo ihr seid. Also hat alles so Vor- und Nachteile. Genau. Am besten beides mitnehmen. Juhu. Genau. So, von daher gibt es noch irgendwas weiteres anzukündigen. Ich glaube Also können fast wir natürlich nicht. nochmal machen. Bei dir ist jeden Dienstag dein Spieletag, ne? Genau. Oder bin ich schon wieder falsch rum? Nee, nee, ist Und richtig. Donnerstag gibt es. Oder donnerstags hattest du normalerweise doch deine Techniksachen, aber heute gibt es nichts. Genau. Heute kommt mir leider was Genau, dazwischen. ja. Genau, also von daher, ne, Twitch und so abonnieren, folgen und den Pinguin knuddeln irgendwie so. Ja. Ach, der Uwe schreibt gerade rein. Grillen ist auch noch Grillen vor ist auch Ort. noch Das vor ist Ort. richtig. Das stimmt, Was? es sei denn, ihr stellt euch zu Hause einen Grill neben euren Monitor oder wenn das Wetter gut ist, könnt ihr mit eurem Laptop nach draußen gehen, Vorträge angucken und trotzdem was dabei grillen. Ist ja alles möglich, ne? So geht es auch, aber zusammen ist es vielleicht doch netter. Ja. Ja, mach doch einfach ein Public Grilling mit Viewing. Ja, genau. Das wäre doch was. Das wär doch eigentlich mal was für die Tux-Tage, ne? Da können sich denn Leute dabei streamen, wie sie grillen und dabei gleichzeitig Vorträge gucken. Na? Das wäre mal eine Maßnahme. Jetzt müssen wir echt mal gucken, ob man irgendwie sowas machen könnte in irgendeiner Form. Mal gucken. Ich nehme mal die Idee so halb mit in die nächsten Besprechungen. So ein Gut, Community-Aufruf oder gut. ähnliches. Ja, warum nicht? Ja, auch nicht verkehrt. Okay, gut. So viel zum Vorgeplänkel und Werbeblock, den wir doch relativ lang gezogen haben. Wir haben heute zwei Themengruppen, die sich beide um Firefox drehen. Einmal um den integrierten Übersetzer, also wie heißt das jetzt? Translation? Firefox Translation oder Translate? Translate? Firefox Translations. Also mit Fi Z. Das ist genau wie bei dir. Da habe ich mir jetzt dran gewöhnt, dass da kein S dran gehört. Aber es hat lange gedauert, bis ich es begriffen habe. Genau, also man kann im Firefox direkt Webseiten übersetzen, ohne das, was an die Cloud ausgeliefert wird, an andere Rechner. Es wird lokal übersetzt. Ja, das wäre das eine. Und dann kann man im Firefox in den neuen Versionen theoretisch Erweiterungen aus anderen Browsern importieren. Also aus Chrome oder Chromium kann man wohl einige ausgewählte Erweiterungen importieren, sodass die dann im Firefox laufen, auch wenn sie eigentlich eher für ein Chrome oder Chromium gebaut waren. Jo. Wobei sie jetzt sagen, erstmal nur Chrome, aber das beinhaltet ja alle auf der Chrome Engine basierenden Browser rein theoretisch. Hast du es schon mal ausprobiert, rein zufällig, mit einem aktuellen Firefox mal aus einem Chrome oder Chromium benutzenden Browser was zu importieren? An Erweiterung, rein zufällig? Nee, habe ich nicht. Wobei ich
nicht so viele, also unter beiden habe ich nicht wirklich viele Erweiterungen installiert. Also sowas wie uBlock Origin, das gibt es ja auch für beide. Also das ist ja quasi nativ für beide verfügbar. Also von daher habe ich jetzt auch nicht wirklich den Bedarf. Und irgendeine spezielle Erweiterung, die bloß für den einen verfügbar wäre, die ich in dem anderen ganz dringend vermisse, das habe ich nicht. Also von daher habe ich es jetzt auch nicht einfach mal, also ich habe keinen Bedarf daran und ich habe jetzt auch nicht mir irgendwas mal installiert, was ich sonst nie benutzen würde, um es auszuprobieren. Hast du das ausprobiert? Noch nicht, mir ist das nur gerade eingefallen. Das hätte man ja mal machen können, weil ich selber benutze den Brave. Der ist ja Chromium-basiert und rein theoretisch hätte man es gleich mal machen können. Genau. Aber das wäre doch vielleicht was für einen von deinen Technik-Streams. Ja, Für irgendwann mal. das ist aber ein bisschen wenig, sage ich mal. Müsst mal gucken. Ja, das Problem, ich sehe es gerade, den Firefox, den ich habe, der hat ja schon dieselben Plugins, wie ich im Chrome habe oder im Brave. Das würde mir gar nichts bringen. Wobei ich muss erst mal gucken, Das welche stimmt. Version der ist aktuell genug, dass er es machen könnte. Aber ich finde es halt interessant, dass die jetzt Plugins importieren. Habe ich so noch nicht gesehen. Also noch nicht mal bei Chrome, die importieren doch auch keine Plugins. Da ist doch jetzt der Firefox, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, der erste. Und die ersten, die das irgendwie versuchen umzusetzen. Ja. Aber auch Achso, interessant. aktuell sollen es auch insgesamt Ja, mach ruhig. bloß 73 kompatible Erweiterungen geben. Ja, das werden dann die üblichen verdächtigen großen sein, denke ich mal, die man so braucht. So ein Adblocker zum Beispiel werden sich ja die meisten installieren oder irgendwie ein Bitwarden oder ja, ein Bitwarden, Boltwarden. Das müsste doch so. Und was ist halt sonst noch so alles Großes, Wichtiges gibt, was mir gerade nicht einfällt. Also es gibt zwar eine Liste, wo die IDs drinstehen von diesen Erweiterungen, die funktionieren, auch mit so einer ID, also eine ID und eine etwas lesbare Variante, die aber auch noch nicht so viel aussagt. Von daher ist das schwierig. Das eine Dings, das heißt irgendwie. Also Passwort Manager, okay. Achso, von Avira kommen, da steht es Ah, ich bei, sehe wer es hier auch eingestellt hat. LastPass. Ja, das sind jetzt eher so. Tunnelbier ist ein VPN-Anbieter, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe. Das sind noch nicht so wirklich, ich sag mal, die Leute, oder die Brecher-Extensions, die einen so hinterm Ofen vorlocken. Aber Darkreader, ganz wichtig. Sehr schön. Hauptsache, der ist dabei. Also, hast du schon mal irgendeine Erweiterung unter Firefox vermisst, die es woanders gibt? Ich überlege gerade, aber. Da Firefox habe ich da mal was vermisst, was es woanders gibt. Nicht wirklich. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, warum ich trotzdem nicht wieder zurück auf den Firefox gewechselt bin. Irgendwas war da. Okay. Kannst dir nicht hundertprozentig sagen. Oder sonst machen wir doch mal den Zuschauer oder den Publikumsjoker, egal ob ihr jetzt gerade live zuschaut oder das hinterher irgendwo hört oder euch anguckt als Video. Gibt es irgendeine Erweiterung, die ihr zwar unter Chrome,
Chromium Brave oder sonst irgendwas habt, die es aber nicht für Firefox gibt und die ihr quasi unbedingt haben wollt. Also dass ihr wirklich so einen richtigen Bedarf habt. Gibt es da was und was wäre es? Ja. Na, gucken wir mal, wann hier was reinkommt. Genau. Oder ansonsten, wenn uns dazu jetzt so nicht wirklich viel einfällt, ob das jetzt auch so ein oder wir können ja mal überlegen, warum ist Firefox jetzt da so hinterher? Haben die jetzt Angst, dass sie von dem Chrome- oder Chromium-basierten Browsern so stark überholt werden, dass Firefox irgendwie den Anschluss verliert, ob das so eine Aktion ist, dass sie irgendwie meinen, wenn sie jetzt die Erweiterung importieren können, dass sie dann insgesamt ein besseres Standing haben, oder? Ich denke oder mal schon. Machen die das? Also das spielt dort garantiert mit rein. Ich vermute mal, beziehungsweise ich will mich ja immer noch zwingen, wieder vom Chrome als Hauptbrowser weg zum Firefox hinzugehen, beziehungsweise mein letzter großer Versuch war LibreWolf. Das ist ja der Brave auf, ich sag mal, Firefox-Basis. Also das ist auch ein modifizierter Browser. In dem Fall ist es der Firefox als Basis eben auf Hinsicht oder auf, ja doch, auf Privatsphäre und Anonymität getrimmt von den Voreinstellungen her. Weil ich bin der Meinung, man darf Google mit ihrem Marktanteil nicht zu viel, den zu großen Hebel in die Hand geben, dass die Sachen bestimmen dürfen, weil sie eben den größten Anteil haben. Das haben sie doch schon mal versucht oder gemacht. Das machen sie doch immer mal. Sei es irgendwelche Zertifikate, die die nicht mehr mögen. Da fangen sie nämlich an mit SSL-Zertifikats. Wie heißen die? Zertifizierungsstellen. Schindluder zu treiben. Und Mozilla ist da deutlich freier und offener. Deswegen, also ich würde es gut heißen, wenn mehr Leute noch den Firefox mehr nutzen. Er macht ja auch einige, also sehr viel richtig. Inzwischen ist ja auch diese schlechte WebRTC Implementierung auch nicht mehr vorhanden. Also das war die Implementierung, die dafür zuständig war, dass man vernünftig diese ganzen Videochat-Programme à la Nextcloud Talk oder Jitsi oder BigBlueButton. Diese Implementierung war relativ schwach umgesetzt in Firefox. Aber das ist inzwischen auch drin. Deswegen, also ich müsste irgendwann nur mal die Zeit und die Muße haben, um das richtig umzuswitchen. Wieder. Einfach um Google nicht zu viel Macht in die Hand zu geben. Ja. Huch. Ja. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht zu lange Sätze mache oder zu lang ausschweife, dann weiß man ja gar nicht mehr, wo man ansetzen soll. Ah. Irgendwie warst du kurz weg. Aber irgendwie scheint sich, dass du jetzt recht geruckelt zu haben. Echt? Also. Oder war ich auch weg? Ich weiß es nicht. Also auf einmal war ich ganz allein hier drin. Ja. Hier ist alles cool. Also, sehr gut. Sehen wir in der Aufzeichnung, ob ich auf einmal so verschwunden bin. Ja, du ruckelst eh leicht. Also durch den. Ich ruckel nicht nur lang. Wir haben leichten Delay und du hast ganz wenig FPS heute. Ja, ich fühle mich auch manchmal so ein bisschen schlapp. Da habe ich einfach mal ein paar wenige FPS. Das ist so. Ja. Action-Schnitzel hat er nur reingeschrieben. Achso, sag erst mal, bevor ich dich unterbreche. Das wäre Quatsch.
Wenn ich jetzt sage, ich mache diese Videosachen eher über den Firefox, das wirft so ein leicht schlechtes Bild auf den Firefox, oder? Was meinst du jetzt mit den Videosachen? Also wie das hier über dieses, also wir haben ja so eine Webseite, wo wir, also wo ich meine Webcam übertrage und auch mein Mikrofon, damit du das da schön montieren kannst im OBS. Und für diese Sachen, also für Videokonferenzen und für dieses Videobild übertragen und so weiter, nehme ich üblicherweise den Firefox, weil es normalerweise relativ gut läuft. Darum bin ich an der Stelle da eher beim Firefox hängen geblieben, wobei ich bei anderen Sachen den Brave für sehr viele andere Sachen nehme und dem auch dahin zum Vorzug gebe, weil einige Sachen da ein bisschen flüssiger laufen. Ja. Ich kann es halt nur aus meinen Erfahrungen Aber sagen, mit den ganzen Videochat-Geschichten. Wo es mit Corona losging, musste man ja relativ schnell Lösungen parat haben. Und da waren die ganzen Mindestvoraussetzungen, Chromium-basierende, wegen WebRTC oder WebRTC-Protokoll unterstützenden Browser, dann wusste man schon gleich, da ist der Firefox zum Anfang raus und dann war der relativ stiefmütterlich in diesen Voraussetzungen irgendwann mal erwähnt, aber es musste eine richtig aktuelle Version sein und eigentlich läuft das jetzt. Also inzwischen ist das auch wunderbar implementiert, deswegen weiß ich nicht, was mich gerade hindert, wieder zum Firefox zurückzugehen. Vermutlich die Bequemlichkeit. also wäre ja vielleicht noch mal ein Experiment. Könntest du denn über mehrere Wochen quasi mal so machen und darüber eine wunderbare Videoserie machen und einfach mal über deine Erfahrungen berichten? Müsste ich mir mal so Oder auch weit nicht. aufschreiben. Ja. Die nächsten 2 Wochen Kommt auf ist ja die eher Liste mit blöden weniger. Ideen. Ja. Ach so oder so. Aber die Das nächste stimmt. Zeit ist Ja. etwas, ja, da sitzt der Arbeitspulli etwas eng. Sagen wir es mal so. Ja, das stimmt. Gut. Ich wollte jetzt nur Sollen ganz wir denn kurz. zum... Ja, ich wollte nur ganz kurz hier auf den Chat eingehen von Action Schnitzel. Ist denn der Firefox so toll? Ich habe den das letzte Mal 2004 benutzt. Seitdem hat sich einiges getan. Und ich muss sagen, das, was ihm immer so angesagt wurde, diese Firefox Engine, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie drunter hieß, die Browser Engine, die da unten drunter war. War zum Anfang ja Servo? bin ich mir gerade nicht sicher, deswegen versuche ich Oder es. ist das die falsche? Oder ist es die Gecko? Ich weiß es gerade wirklich nicht. Stimmt, Gecko. Ja. Ja, war dann Gecko. Gut, habe ich es doch. Ab und zu liest man das nämlich noch in den Serverlogs. Da ist ja der Agent, der gelockt wird. Zum Anfang war es ja so, dass Chrome und Chromium basiert oder die Chromium. Chromium Engine? Chrome Engine? Ich weiß gerade nicht, was er da war. Die Chrome Engine, machen wir es mal so, der Einfachheit halber, war ja rendertechnisch, also Webseitenrendertechnisch in dem Anfängen dem Firefox weit überlegen. Deswegen sind ja ganz viele auch gewechselt, weil das Ding einfach schneller war. Wo haben sie die Leute gekriegt? Sag ich mal. Ja, und inzwischen hat sich das auch alles deutlich gebessert, aber ja, das ist wie so mit so einem Netflix-Account, den man mitschleift. Man ist halt zu faul zum Kündigen oder zu faul, um mal wieder zurückzuwechseln. Wobei es ja auch dabei nichts kostet, also sondern den Browser kannst du ja kostenlos nutzen, es tut ja auch nicht weh. Und ja, ich meine, es ist wie so ein eingelaufenes Paar Schuhe, mal wieder hier Phrasendreschen und so. Wenn du jetzt nicht irgendwie einen zwingenden Grund hast, das zu wechseln, denke ich mal, bleiben auch die meisten dabei. Es funktioniert ja, ist doch alles gut. Solange bis es vielleicht irgendwann mal so richtig knallt und dann guckst du vielleicht mal nach einer Alternative. Aber wenn es funktioniert, ist doch alles gut. Warum? Also so,
ohne jetzt die politische Dimension und von wegen hier Markenmacht und sonst irgendwas, denke ich, ist den meisten das herzlich egal. Wenn es läuft, läuft es und ist auch gut. Ja. Never change a running system. Da sind wir wieder bei dem Spruch. Und es ist ja auch so schön bequem. Gerade auch auf der Chrome, da tut sich ja Google quasi komplett um dich kümmern. Wir synchronisieren alles für dich. Ach, alles schön. Ich bin froh, dass ich beim Brave bin. Da gibt es ja mit dieser Peer-to-Peer-Verbindung ohne den großen Konzern dahinter, wo man sich so denkt, jupp, das ist eine Alternative. Was mich auch geärgert hat und was bis heute echt nicht so toll ist, da fällt mir nämlich gerade ein, warum ich noch nicht wirklich auf den Firefox zurückgegangen bin. Das Sync. Dieses Firefox Sync. Kann man auch selber hosten, die Doku ist aber so bescheiden. Ich habe es nicht hingekriegt, nach mehreren Stunden Fummeln und Machen und irgendwie API-Ansprecherei und das zum Laufen zu kriegen, bei mir selbst gehostet. Das war für mich erstmal so ein ganz großes Ding. Firefox Sync kann man selber hosten, wenn man denn durch die API durchsieht. Vielleicht einer von den Zuschauern hat es geknackt. Bitte gerne mal Feedback geben oder zuhören. Da wäre ich sehr dankbar drüber. Also, das hätte ich dann auf jeden Fall so einen Synchronisationsdienst direkt bei mir unter meiner Kontrolle, am liebsten noch bei mir zu Hause, wo ich selber mit der Axt draufschlagen kann, wenn es mir nicht mehr gefällt. So nach dem Motto. Wäre super. Aber das war so der Grund, warum mal vor einem 1, 2, 3 Jahren der Firefox bei mir nicht wieder der Hauptbrowser geworden ist. Fällt mir gerade wieder ein. Das war mit ein Grund. So, gab es denn jetzt irgendwo noch was auf unsere Frage? Nee, nicht so wirklich. Nur noch, also nur anderes Feedback. Du warst kurz weg. Beziehungsweise ein bisschen durcheinander. Naja. Wie gedacht, ich habe ja gesehen, dass ich auf einmal ganz allein in diesem Raum war. Ne? Also von daher, Echt? Heute ist eh der Wurm im Ja, Internet. hey, habe ich Also. gesehen. Ja, ist manchmal so, ne? Manchmal ist das so in so einem Ja. Internetentwicklungsland. Da ist halt die Leitung nicht gut. Ja, ich meine, wo soll man das herkriegen? Hier kommen, da ist doch alles Neuland und so. Also bei uns verbuddeln sie jetzt zwar sehr viel Glasfaser, aber das hat ja auch gedauert. Ja, klar. Ja, und ja, also für Aber was wisst ihr, soll man auch das. damit? Das braucht doch nie jemand. Ja, verbuddeln tun sie es erstmal, aber bis das mal jemand irgendwo anspleist, das. Stimmt. Da tun wir mal im nächsten Jahrzehnt drüber reden. Ja. Zumindest gefühlt. Ja, sind ja auch bloß ein paar Jahrzehnte, wo man das schon, naja. Ja. Wollen wir nicht darüber reden? Jetzt Wollen bin wir ich lieber wieder drüber. allein. Echt? Oha, ich glaube, ich habe einen Hauke verloren. Jep, da haben wir wohl einen Hauke verloren. Das ist nicht so gut. Jetzt ist er So, wieder da. wo wir gerade beim Thema Internet waren, ne? Ja. Ist das Delay jetzt weniger? Ja, könnte sein. Genau, also ja, also Thema Internet, Neuland, überhaupt. Vielleicht haben die jetzt gerade so eine Leitung mal angekratzt. Oder Wühlmäuse oder so. Irgendeinen Grund wird es haben. Ja, gefühlt ist es ja immer so. Irgendwas ist immer und irgendwo ist halt auch, naja. Das machen andere Länder schon deutlich besser. Da schlage ich jetzt mal wieder die Brücke kurz zurück zum Firefox Translations, wenn man schon in anderen Ländern ist oder andere Inhalte hat. Dieses Übersetzen war ja kurz ausprobiert, kurz vorher.
funktioniert. Man kommt irgendwie zum Ziel, man braucht aber ein bisschen Fantasie, wenn es übersetzt wurde. Oder wie siehst du das? Jetzt war ich schon wieder weg. Also ich habe es jetzt bloß teilweise gehört, was du gesagt hast, mit andere Länder und so. Also wir haben es vorher immer kurz ausprobiert. Das, was ich da mal ausprobiert habe, war ein Wikipedia-Artikel aus der französischen Wikipedia und aus der englischen. Und ja, das ist eher hölzern und also die Worte, die da zusammengefügt werden, die passen nicht immer so hundertprozentig. Also wenn man sich das Original quasi einmal vorstellt und von den verschiedenen Übersetzungsmöglichkeiten, die ein Wort hat, kann man dann wiederum versuchen, zurück abzuleiten, was im Originaltext gestanden hat. Also es ist vielleicht praktisch, wenn man die Sprache insgesamt überhaupt nicht versteht, also keine Ahnung, wenn man jetzt kein Italienisch, kein Französisch oder sonst was, überhaupt keine Ahnung von der Sprache hat, kann das, Translations da drin so eine grobe Linie, so eine Richtung geben, was so ungefähr in diesem Text drin steht. Aber es ist nicht, also es klingt nicht besonders gut und ja, also man muss halt viel rein interpretieren, damit man ungefähr den Sinn rauskriegt. Oder es kommt wahrscheinlich auch sehr auf die Art von Text drauf an. Aber diese zwei Wikipedia-Artikel, die ich mehr oder weniger zufälligerweise da genommen habe, ja, also es war eine interessante Übersetzung und ich konnte grob dem folgen, was da wohl drin gestanden hat. Aber wirklich toll war es nicht. Ja, aber mit Fantasie kommt man zum Ziel. Stimmt. Ich bin eigentlich froh Oder? über diese Funktion, weil das Besondere an der Funktion ist ja, dass nichts irgendwo an irgendwelche Server geschickt wird, sondern dass diese Übersetzung erstmal lokal erfolgt. Natürlich braucht das lokal ein bisschen mehr Rechenlast, aber ja, man ist quasi autark unterwegs. Also man kann ja dann auch mit dem Browser, sag ich mal, andere Dokumente theoretisch sich anzeigen lassen und das damit übersetzen. Also es muss ja nicht immer eine Webseite sein, beziehungsweise es muss ja nicht immer online passieren. Dahingehend finde ich das sehr spannend und ich bin eigentlich auf die Entwicklung, ja, die beobachte ich mit ja, Spannung, sage ich mal so. Weil ich es halt immens praktisch finde. Das ist auf jeden Fall. Wobei dieses Modell, also das gibt ja für diese Sprachen jeweils ein Modell, was darunter geladen wird. Also es gibt eins für Englisch, eins für Französisch und für jede anderen Sprachen auch. Und die sind relativ klein. Also wenn ich das, also es lädt ziemlich schnell runter. Was lief denn da vorbei? 170 MB vielleicht? Nee. Das hätte einen Tick länger gedauert. Also sind vielleicht bloß, ich weiß es nicht. Also es ist extrem klein. Also man müsste eigentlich mehr größere Modelle haben. Aber da das Ganze ja auf der CPU interpretiert wird, dürfen die nicht so groß sein, damit man in relativ kurzer Zeit ein Ergebnis kriegt. Von daher, die Modelle sind nicht wirklich toll, weil der Umfang viel zu klein ist. Also einmal geschuldet der Ausführgeschwindigkeit und damit man es über das Internet wahrscheinlich schnell übertragen kann und nicht so viel RAM braucht und sonst irgendwas. Sowas gibt es auch schon deutlich besser. Also auch lokal zu installieren und also dass man es lokal halt ausführen kann, aber nicht integriert direkt im Browser. Aber ich denke mal, da wird sich auch noch eine Menge tun. Dieses Projekt, also diese Übersetzung, die da im Firefox drin ist, das ist Projekt Bergamot, wie das Zeug, was im Earl Grey drin ist. Das heißt so, und da sind verschiedene Universitäten dran, die daran arbeiten. Also von daher denke ich mal, das wird auch noch
deutlich besser werden in der Zukunft. Oder vielleicht gibt es auch ein anderes Projekt, was deutlich besser ist. Aber was ich, ja, vielleicht gibt es ja noch eine Erweiterung von Firefox oder auch für Brave oder für, keine Ahnung, Chromium, sonst irgendwas. So dass man denn was anderes mit einspannt, was vielleicht als Serverdienst auf dem eigenen Rechner im Hintergrund läuft. Also das ist noch nicht das Ende von dem, was möglich ist. Ist einfach jetzt so eine Zwischen, also ist es alles in der Entwicklung, ne? Es ist ein Zwischenentwicklungspunkt und muss man mal gucken, wohin die Reise geht. Aber es wird bestimmt noch deutlich besser. Ich werde gespannt abwarten und das Ganze beobachten. Also ich finde das immens praktisch. Beziehungsweise praktisch und ein weiterer Schritt in die digitale Unabhängigkeit und Souveränität eines jeden Einzelnen. Wenn es schon der Staat nicht mehr macht, machen wir es halt. Sehr schön. Das stimmt. Und ich würde jetzt so langsam zum Ende kommen wollen, weil ich will diese Internetgötter nicht weiter reizen. Das ist mir hier heute alles irgendwo zu wackelig. Ich fand es aber schön, das wollte Nee, ich noch das kurz ist. vorlesen, was Action Schnitzer geschrieben hat. Fun Fact: Als ich im Zug von Österreich nach Deutschland saß, habe ich mich zu meiner Frau umgedreht und gesagt: Wir sind wieder in Deutschland, das Netz ist weg. Ich hoffe, es war nicht das Schienennetz und ihr seid heil angekommen. Aber ich kann mir vorstellen, welches Netz es war. Ja, ne? Also es soll ja auch so sein, wenn du denn, also wenn du die Grenze übertrittst, soll es wohl so sein, in Österreich wunderst du dich, oh, die Züge fahren pünktlich. Und wenn du dann Ja. wieder zurückkommst nach Deutschland, naja, also habe ich irgendwo mal gelesen, dass es so sein soll, dass in Österreich wirklich Züge pünktlich fahren. Ja, das soll auch in der Es Schweiz ist gut also möglich sein. möglich, auch heutzutage noch. Na gut, die Schweiz, da arbeitet alles wie ein Uhrwerk, ne? Aber, ja. Na, wo war das? Ich glaube sogar mal irgendwo gelesen zu haben, dass die Deutsche Bahn das so weit schönt, dass alle Verspätungen unter 6 Minuten als pünktlich gelten. Also alles von 1 bis 6 Minuten ist pünktlich, obwohl es eine Verspätung ist. Die machen sich die Welt, wie sie ihnen gefällt. Ja. Tja. Ja, was soll man machen, ne? Ja, ich Ja. bin halt nur traurig, dass wir damals bei Corona das Internet nicht halt direkt von TCP auf UDP umgestellt haben, um Handshakes zu vermeiden. Hätte alles einfacher werden können. Gibt's das auch als T-Shirt? Noch nicht. Okay. Schon mal vormerken, gleich wieder einen für einen Zettel mit tollen Ideen. Hat mir auch Ja. der Arbeitskollege heute erzählt, von einem anderen Bekannten. Die haben das sogar im Büro irgendwann mal aufgehangen, den Spruch. Fand ich gut. Hat gepasst. Wohl wahr. Gut. Ja, wir wollten es ja heute wirklich nicht so lange treiben, oder? Haben wir noch? Nee, der Uwe hat Stunden wohl dran? geschrieben, bei ihm wird das Glasfaser versehentlich wieder ausgebuddelt. Das ist Ja. natürlich unschön, wenn das dann durch den Versehen passiert. Kann man Glasfaserkabel überhaupt orten? Jetzt kommt der Gedankengang, weil in meinem allerersten Arbeitsleben habe ich eine Elektrikerausbildung angefangen. Da gab es immer Kabelsucher. Kupfer kriegt man ja irgendwo raus aus der Erde. Wie ist denn das mit Glasfaser? Das kann man doch gar nicht irgendwie auf klassischer Weise ermitteln. Das ist dann auf gut Glück mit der Baggerschaufel. Also in einer idealen Welt ist das alles Dokumentiert. dokumentiert. Genau. Also es gibt ja auch Pläne, wo sowas wirklich dokumentiert ist, aber ob die jetzt auch wirklich stimmen oder auf dem letzten Stand sind oder ob sich das vielleicht doch noch mal um ein paar Zentimeter oder sonst irgendwie verschiebt, man weiß es immer nicht. Aber theoretisch gibt es solche Pläne. Und einige davon kannst du sogar
angucken. Das haben wir mal irgendwie gemacht, weil wir wissen wollten, wo eigentlich die Leitungen längs laufen. Und da stand das wirklich alles drin. Oh. Ob es stimmt, wissen wir natürlich nicht. Hätten wir aufbuddeln müssen. Aber theoretisch, es gibt Pläne dafür. Was machen Sie da? Also mitten auf einer Aber. Kreuzung erstmal alles weggemeißelt und dann schön unten drunter die Erde weg. Wir kontrollieren die Pläne. Fällt mir gleich die Szene aus Ghostbusters 2 ein, wo sie da die Straße aufbohren und sich als Bauarbeiter ausgeben. Und irgendeiner fragt mal nach, was macht er hier? Wie, was machen wir hier? Wir sollen hier bohren, also bohren wir. Ja, aber die Leitungen sind da drüben. Oh. Kam einfach auch nur irgendeiner vorbei, der hat die kontrolliert und die sagt, ihr müsst da drüben bohren, da sind die Leitungen. Ach so. Ah. Müsste ich mir auch mal wieder auf die Watchlist setzen. Hoppala. Aber anderes Thema, wir beenden das mal für heute. Würde ich mal Genau. behaupten. Sehr gut, sehr gut. War schön mit dir. Ich denke mal, Firefox-technisch sind wir erstmal bedient. Und das nächste Mal, wenn wir uns hören, ist das ganz, ganz verrückt. Wir müssen das nämlich so weit vorziehen, dass wir da alle irgendwo Zeit haben. Der nächste Podcast wird dann mit Jean wieder stattfinden. Hast du es noch im Kopf, wann? Wollten wir das jetzt Sonntag machen oder Montag? Ich hatte gehofft, du wüsstest es. Wir wollten es erst Montag machen und Müsste ich machen es dann auf allen. Sonntag. Nee, nee, wir machen es Genau. Sonntag. Also dann hätten wir den 10. September, nicht? Genau. Genau. Da bin ich auch Ja, ganz gerade quasi erst wieder ungewöhnlicher zur Tür rein. Tag. Ja. Also man merkt, wir sind extrem beschäftigt im Moment. Wir haben sehr, sehr viel um die Ohren, alle drei Naja. quasi. Das hast du auch nur einmal im Jahr, diesen Peak, und dann eher nicht so. Das denkst du Zumindest bei so. Und dann mir. kommt wieder das nächste und das nächste. Und das, ja. Ja, und dann geht es ja auch schon sehr schnell mit den Druckstagen los. Da gibt es ja auch wieder einiges zu tun. Und da bist du ja auch an einigen Stellen involviert und Ja, fast in allen, da würde ich kommt dann fast doch noch sagen. die eine oder andere Baustelle. Ja. Ja. Genau. Ja, genau. Also dann, ne? Genau, Kommen wir Werbung haben wirklich wir zum Ende, gemacht. dann. Gesund bleiben. Genau. Oh, und eine schöne Zeit. Und später nachhören, wenn ihr Lust habt, auf Spotify oder YouTube. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Habt noch einen schönen Abend. Bis die Tage. Danke fürs Dabeisein an dich, Hauke. Und danke fürs Dabeisein an allen Zuseher, Zuhörer oder Ähnlichem. Genau. Ja, also vielen Dank, dass ich auch dabei, dass ich auch wieder mit dabei sein durfte und überhaupt, dass es doch trotz Ausfällen geklappt hat. Und abonniert einfach alles von uns, egal wo, und macht das einfach mal. Genau, und Einfach bleibt gesund und Sternchen abonnieren, bis genau.